Eine Richtungsentscheidung dieses Jahr wird auch die Bundespräsidentenwahl. Sie sind ein junges Mitglied der Bundesregierung. Alle Kandidaten sind eigentlich schon pensionsberechtigt. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Ja, ich glaube, wenn man mit 27 Jahren Minister werden kann, so wie das bei mir der Fall war, dann kann man wahrscheinlich auch mit über 70 Jahren Bundespräsident werden.